Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu. Hallo! Oh Gott! Eine neue Folge True Farming. Bella! Miguel? Oh. Bella? Ja. Du. Tust du mir mal einen Gefallen? Guck mal aus dem Fenster. Kannst du mal vielleicht Zähne putzen gehen? Aber du, Stinkhals! Wow. So, ja. Was für ein schöner Tag. Oh, Harald ist schon am Arbeiten. Ey, ich muss los, scheiße. Bella, ich muss los, ich muss los, ich muss los. Bella, ich muss los. Ja, ich will hier raus. Du musst hier immer Erster sein. Jetzt erstmal duschen. Jetzt geh ich duschen. Ja, ich geh weg. Hallo. 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 Bella. Bella. Ich nehme. Bella. Okay. Wow. Oh, er ist da. Nicht, ihr wolltet. Okay, alles klar. Du wolltest das so. Dann kriegst du das so. Ist kein Problem. Ist mir doch egal. So, schön angemacht. Oh, erstmal Haare waschen. Oh. Aber wenigstens ist das Fenster zu. Oh, schön Haare waschen. Oh. Fenster auf. Oh, sau. Der Morgen ist aber auch. Der ist aber auch immer göttlich. Gut, dass ich gestern so viel von der Lasagne gekriegt habe. Ja, schön, wir müssen noch essen gehen. Das Wasser ist so warm. Besser als unter der Bettdecke. So, sehr schön. So, ich wünsche dir viel Spaß. Machst du bitte das Fenster noch auf? Jo, Fenster sind zu, Heizung ist auf und Tür ist zu. Ne? Tschüss, bis dann, Bella, Kuss. Harald? Harry? Gut, Chef, was gibt's? Ich bin in der Stadt. Praktikum. Hä? Hau rein, tschüss. Ja. So, okay, auf geht's. Okay, jetzt heißt es weg. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg, okay. Okay, wir fahren zur Stadt. Perfekt. Ah, traumhaft. So, Radio an und los geht's. Ah, ich freue mich schon. Praktikum beim Peter. Gütlich. Ich hoffe, der Fritze ist nicht wieder mit dem Bayer unterwegs. Ey, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. So. Ja, die erste Nacht mit Bella war gar nicht so schlecht. Na, lief ja natürlich nichts. Na, muss man ganz klar sagen. Wir lassen das langsam angehen. Wir sind halt frisch zusammen. Na, da ergibt sich gleich hier Knicki-Knacki und alles. Das wird schön auf entspannt. Ja, ein bisschen gekuschelt und auch ein bisschen geküsst. Küsst haben wir auch. Ja, Miguel ist ein guter Küsser. Ja, würde ich mal sagen. In Schwarzenegger wird ja auch immer erzählt, einer der besten. Einer der besten Küsser. So. Ich freue mich so. Peter. Endlich. Miguel McManus. Bürgermeister Schwatzing. Irgendwann wird genau das stehen. Da oben werde ich sitzen in meinem Büro. Miguel McManus. Irgendwann. Oh nein, ich war doch kurz vorm Ziel. Ja? Hi, du, ich soll von Harry aus sagen, das nächste Mal sollst du nicht Yippie-Aye schreien nachts und nicht mehr wiehern. Okay. Also nicht mehr zu laut, ja? Yeah. Weil er hat nebenan geschlafen. Ja! Ach ja, und damit du es weißt, der Jupp ist zum Zahnarzt, ja? Okay. Also er hat meine Erlaubnis bekommen, dass er zum Zahnarzt kann, weil er hat irgendwie Zahnschmerzen oder so. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmes, habe ich ihm gesagt. Okay. Also der wird heute und morgen nicht da sein. Okay. Okay. Viel Spaß. Sag einen lieben Gruß nicht. Tschüss. Tschüss. Unfassbar. Unfassbar, die Frau. So. Gut, dann wollen wir erstmal. Ah.
Aha. Wenn sie jetzt noch einmal die Tür aufmachen, dann schäbert. Hi Peter, hier bin ich. Morgen, Manus. Ja. Ich bin begeistert, nur eine Minute zu spät. Geil! Ja. Das ist die Schuld drauf. Wie bitte? 5 Minuten vor der Zeit ist des Bürgermeisters Pünktlichkeit. Ja, aber ich bin ja nicht der Bürgermeister. Aber der Praktikant. Das stimmt, da haben Sie recht. Entschuldigung. Hildegard, moin! Moin. Mach's Loch auf, kommst du rein. Hallo. Hallo. Hallo Hans. Ich weiß. Kannst du bitte gehen? Gut, dann gehe ich halt wieder. Wow. Warum ja. Sind die Frauen in Schwarzingen alle so perma-aggressiv? Jetzt mal mit. Meine auch, das ist ganz schlimm. Gut, alles klar, Hildegard, du bist wieder los, ne? Nee. Wie nee? Ich bin die Bürgermeisterin. Hier. Ja. Ne? Ist auch hier mit im Gebäude und so und auch Teil ihres Praktikums. Ja, ist ja gut. Naja, also, komm da mal mit, dir zwei. So. Oh, jetzt was machen wir das, was der Bürgermeister früher als erstes macht. Kaffee trinken, genau. Auf der Couch lümmeln und in der Mediathek die Serien von letzten Abend schauen. Die letzten 2 Punkte streichen wir, aber was ist das Wichtigste eines Beamten? Erstmal in der Früh einen Kaffee. Kaffee! Okay, wo muss ich meinen Arbeitsvertrag unterschreiben? Ich fange direkt an, scheiß aufs Praktikum. Jetzt war ich am Landhandel kein Kaffee in der Früh. Doch. Aber hier ist, hier ist schöner. Haben Sie schon das Schwarzinger Wochenblatt gelesen, Herr Manus? Natürlich habe ich schon das Schwarzinger Wochenblatt gelesen, Peter. Also, dann können wir den Teil überspringen. So. Frau Maxloff, wir haben einen Haufen Arbeit vor uns. Ja. Der Herr Manus wird uns auch mal ein bisschen unterstützen und uns ein bisschen zugucken, was wir alles so machen den ganzen lieben Tag. Und wird dann hoffentlich verstehen, dass das Leben eines Bürgermeisters doch nicht so einfach ist, wie er es sich immer vorstellt. Nein, 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 einfach glaube ich auch nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr komplex und deswegen bin ich auch so interessiert. Also, ich würde, nehmen Sie mal einen kleinen Tipp, ne? Mhm. Machen Sie mal hier an unserem Wasserhahn ein bisschen Wasser. Ja. Dann im Kühlschrank ist eine Zitrone, die packen Sie in das Wasser hinein. Aha. Das bringen Sie mal dem Herrn Bayer, der trinkt das lieben gerne. Zitronenwasser? Mhm. Oh, das mache ich. Ha? Okay, perfekt. Moment. Und dann kommen Sie mal wieder mit hinter in mein Büro, wenn Sie das gemacht haben, ja? Ja, klar. Es gibt nur einen Rolf Bayer. Es gibt nur einen Rolf Bayer. Und der Rolf, Rolf, grüß dich. Ich hab Kopfhörer im Ohr, was soll die Kacke? Ja. Schreien Sie denn hier so? So, ein Zitronenwasser für den besten Polizisten aus Schwarzing. Dankeschön, dankeschön. Herr Manus? Herr Manus? Kommen Sie mal kurz her. Können Sie mal das Dokument hier 1265a dem Bürgermeister geben, bitte? Danke. Er soll das einmal unterschreiben und doppelt quittieren. Danke. Mhm. Hä? Ist denn nicht den Ernst? Wo sind die jetzt hin? Das kann nicht wahr sein. Ich bin hier richtiger geiler Beamter, muss ich echt sagen. Ah, ja, Peter? Ja. Ja, hier, ich habe das Dokument 174C vom Rolf. Das sollst du einmal quittieren, dreimal unterschreiben und 5 Ausfertigungen irgendwo hinschicken. Mhm. Frau Maslochow, bei Stefanin bitte auch nochmal in Servus drunter hauen. Ja. Wo muss ich auch unterschreiben irgendwo? Das ist ja nur praktieren. Manus, gehen Sie mal ans Telefon. Ha. Ha. Bürgermeisterbüro Schwarzingen, Praktikant Miguel McManus. Ja, hallo Miguel. Das ist der Gustav. Ha. Bürgermeister nicht da? Was gibt's?
Ich wollte gerne mit dem Bürgermeister mal sprechen. Ja, der ist gerade beschäftigt. Der unterschreibt das Dokument 34F. Aha. Und was willst du da jetzt dann? Willst du jetzt einschleimen, dass du um deine, ich arbeite deine hier. Strafe rumkommst oder was? Um die Strafe drumherum. Mhm. Also ich hätte ja schon mal unter Eid nicht gelogen an deiner Stelle, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe nicht gelogen. Nein, nein, aber was kann ich dem Bürgermeister notieren und ausrichten? Ja, ich möchte gerne eine Stadtanzeige oder ein Stadtanzeiger in dem Stadtanzeiger Sie möchten nicht, verkünden. Ja, Sie möchten die Stadt auch noch anzeigen, das ist ja ganz toll. Hm, nein, habe ich aufgeschrieben? Möchte ich nicht anzeigen. Mhm. Und zwar, dass die BGA heute neu eröffnet wird und ob sie da bitte was in den Stadtanzeiger reinschreiben könnten, dass die so um 8:30 oder so vielleicht zu uns kommen. Mhm. Und quasi, weil wir halt die BGA neu eröffnen, überlegen sich was. Die sind doch so wortgewandt. Mhm. Wann öffnet die? Wir machen heute eine Neueröffnung, ja, so machen wir um 8. Mhm. Also 8 Uhr, alle Bauern bei uns und so, wissen sie. Sie kriegen das schon hin. Hm. Sie sind zu Wort gewandt und können gut lügen. Hm. War's das? Das war's. Wiederhören. Tschüss. Peter? Ja. Yo, gut, was steht jetzt an? Wer war denn am Telefon? Pff, wer war jetzt am Telefon? Das habe ich gar nicht gefragt. Das ist schlecht. Nein, Gustav Ganz war am Telefon. Gustav Ganz? Das ist doch hier der Schwager von, nee, wie heißt der? Ja, der möchte gerne die Stadt anzeigen. Was? Der hat gesagt, er will die Stadt anzeigen. Wegen... Weiter? Ja, wegen der BGA-Veröffentlichung. Okay. Habe ich nicht so ganz verstanden, aber ich, was soll ich sagen? Nein, Peter, der Stadtanzeiger veröffentlichen. Peter, der Gustav hat angerufen hier. Ja. Komm, Fritze. Der will um 8 Uhr die BGA neu eröffnen und fragt, ob man die Bürger, ob man da vorbeikommen kann. Also, dass die Stadt da vorbeikommen kann. Repräsentativ, denke ich mal. Und die Bauern damit einladen kann. Ja? Aha. Hm. Herr Manus, jetzt mal ganz, bevor wir hier überhaupt in den Tag starten. Ich schreibe mal schnell eine Anzeige in den Stadtanzeiger. Ich habe Ihnen auf Ihr Smartphone ins S-Mail-Postfach ein Dokument zukommen lassen. Mein das müssen Sie mal kurz Dokument. Unterschreiben, bevor wir hier überhaupt durchstarten, okay? Okay. Moment. Dokument. Warte. Ja, ich habe das offen. Ja, dann bitte einmal durchlesen und unterschreiben unten bei Miguel Manus. Was ist denn das? Miguel McManus nachfolgend Y genannt. Die Parteien XY beabsichtigen eine Geheimhaltungsvereinbarung über die folgende Bestimmung zu beschließen. Praktisch bei der Stadt Schwarzing. Hier verpflichten sich beide Parteien, alle geheimen Informationen, Erkenntnisdokumente, Mustervorlagen, steht geheim zu halten. Dafür werden sämtliche Forderungen und Maßnahmen getroffen, die Verwertung und Kenntnisnahme durch Dritte zu verhindern. Alle weiter. Oh, ich fühle mich gerade so wichtig. Personen im Rahmen der Geheimhaltungspflicht angehalten, das ist so CIA-mäßig hier. Weitere Datenverwertung. Oh, jetzt geht auch noch um Daten, Alter. Die Parteien verpflichten sich gegenseitig mitgeteilte Daten, Informationen und schriftliche Einwilligung, die uneingeschränkte Rechte, weitere Verwendung obliegt der. Oh, das ist sau. Gültigkeit, die Verpflichtungen besitzt keine Gültigkeit. Über Bereitung kann nur offen dargelegt und dann weder schutzfähig noch geheim sind. Drinnen, Unterlagen. Jegliche Unterlagen, bekannt werden in der Öffentlichkeit einer Beendigung der Zusammenarbeit oder nach Abschluss der Vertrags, ist das unverzüglich an die. Die jeweilige Partei zurückzugeben, werden in Zusammenarbeit erstellt und sagen, musste dann sind ganzheitlich gelöscht oder vernichtet. Oh, nennt mich 006, Alter, James Bond-mäßig gerade. Kommt es zu einem schuldhaften Verstoß gegen die Vereinbarung, die Partei verpflichtet eine Vertragsstrafe in Höhe von 2.370.751 zu zahlen? Diese Bestimmung, was? Diese Bestimmung ist unabhängig von einem eventuellen Schadensersatzanspruch. Rechte für die Geheimhaltung der deutschen Rechte, wenn du Deutschland vereinbaren, Gerichte. Ja, okay. Dauer, alles klar. Muss ich unterschreiben? Ja. Kein Problem. Boah, ich bin.
Also ganz ehrlich. Also Ihnen ist bewusst, was Sie da unterschreiben, oder? Ich denke schon. Sie kommen hier als Praktikant mit sensiblen Daten in Berührung, die Sie eigentlich so nicht sehen dürfen als Otto-Normalverbraucher. Sollte ich mitbekommen, dass davon irgendwas außerhalb landet, machen Sie sich eines Vertragsbruchs schuldig und, ne? Ja. Die Folgen stehen da drin. Geht's los? Bin ich jetzt offiziell Praktikant? Haben Sie unterschrieben? Ja. So, dann können Sie den Bayer-Sei-Formular mal wieder zurückbringen. Da habe ich quittiert und unterschrieben. Okay. Ich brauche noch den Zusatz 19b. Das ist ein gelbes Formblatt mit blauem Durchschlagpapier. Oh. Unfassbar. Ich mache hier die Tipps, Alter. Das glaube ich einfach nicht. Ja? Ja, guten Morgen, Herr Manus. Wie macht sich so der Job als Praktikantin oder Sekretärin? Sie machen ja gerade meine Urlaubsvertretung. Witzig. Nix witzig. Ich hab's jetzt hier richtig schön. Ich kann heute meinen Tag frei machen. Bin keine Sekretärin. Bin Praktikant des Bürgermeisters. Ja, Sie machen momentan meinen Job hier oben. Herr Bayer. Formular 7F zurück. Und ich brauche mal das andere Formular, hat er gesagt, mit dem roten Durchschlag und zwar 34H. Das Formular 34H mit dem roten Durchschlag. Oder was, blau? Ich glaube, blau war es. Blau. Frau Eilig. Okay. Ja. Ja, nimm es mir nicht übel, aber ich habe viel zu tun hier oben. Ich muss wichtige Dinge in Zusammenarbeit. Bitte schön, ich weiß zwar nicht, was er damit will, Sie vertreten mich gut. Ja, ja, ich vertrete Sie gut. Ich habe nur gerade sehr wichtige Dinge mit dem Herrn Bayer und dem Herrn Friedrichsen zu tun. Ich denke, Ihre Arbeit wird wohl liegen bleiben. Ja. Ja, ich melde mich wieder bei Ihnen. Alles klar, danke, tschüss. Peter, dein Formular. Gut, Was will ich jetzt damit? Was? Was ist denn jetzt wieder? Formblatt 19b. Gelbes Formular mit blauem Durchschlag. Okay, kann ich mich mal kurz hier draufsetzen auf den Stuhl? Willst du mir mein Formblatt bringen? Och, also jetzt reicht's aber. Ganz ehrlich. So, ja? Ja! Einen wunderschönen guten Tag. Spreche ich da mit dem Herrn Manus? Ja, der ist dran. Okay, Herr Manus, hier ist der Herr Freispruch. Herr Freispruch, ich grüße Sie. Ja, ja, ein ganz kurz nur. 19b habe ich gemeint. Herr Bayer, 19b irgendeinen gelben Druck. Moment. Ja, hier, bitteschön. Aber komische Formulare hier. Herr Manus, suchen Sie... Warum ist eigentlich das Formblatt zwischen geile Stiefmütter 14 und reife Hausfrauen 15? Okay, alles klar, Herr Bayer, ich wollte nicht, wollt da nicht indiskret werden. Entschuldigung. Herr Manus, hallo. Wann sind Abgang jetzt? Ja, sofort. 19b, gelber Durchdruck, hier, bitteschön. Ich muss ganz kurz mal telefonieren. Darf ich das? Ja. Okay, super, bin gleich wieder da. So, jetzt der Freispruch, ich höre Sie. Herr Manus, ich habe Ihre E-Mail erhalten, die war allerdings sehr wirr geschrieben. Können Sie mir die Tatsachen bzw. die Sache, worum es sich handelt, nochmal schildern? Ja, ja, hier geht es darum, dass mich einer, also mein Büro, hier sehe ich mich, ich bin aus Versehen, mir ist einer vor die Schaufel gelaufen. Den habe ich am Kopf ein bisschen mit der Schaufel erwischt. Und der macht jetzt hier auf übelst verletzt und zeigt mich an, obwohl ich habe seinem Chef Bescheid gesagt, dass der vorbeikommt. Geht's bei Ihnen noch? Anklopfen, bitte! Geht's bei raus aus dem Büro? Was ist denn jetzt schon wieder? Raus aus dem Büro, das ist nicht ihr, das sind vertrauliche Daten, was soll der Kack? Hab ich was unterschrieben? Abmarsch! Hab ich was unterschrieben? Ja, aber nicht für das, raus jetzt! Ich hab seinen Chef Bescheid... Ich will aufs Klo gehen zum Telefonieren. Ja, ich hab seinen Chef Bescheid gesagt und auf jeden Fall, ich hab seinen Chef Bescheid gesagt und der wollte dann hochkommen. Und ich bin dann weitergefahren aufs Feld und jetzt habe ich hier eine Anzeige von dem mit eidesstattlicher, also mit vereidigter Aussage, dass ich da hier Unfallflucht gemacht habe, unterlasse der erste Hilfeleistung und so weiter und so fort. Das haben Sie ins eidesstattliche Aussage von dem angeblich Geschädigte gemacht? Ja, das ist eher suboptimal. Ja, kann er doch, ist ja egal.
Natürlich, natürlich, ist überhaupt kein Problem. Allerdings, Herr Manus, gibt es denn für die Sachlage noch einen weiteren Zeugen, der genannt werden könnte, beziehungsweise gesprochen werden könnte? Ja, aber der ist auch vom selben Hof. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay, das grenzt aber das, ihr dann aber, schon aber an das, Befangenheit. Ja, wenn ja, Sie mich nochmal unterbrechen, Herr Manus, lege ich das Mandat sofort wieder. Ich habe gar keins unterschrieben. Aber ich wollte doch nur anmerken, ich will Ihnen doch nur so viele Informationen wie möglich geben. Ich muss dazu sagen, mit der unterlassenen Hilfeleistung, das können wir schon mal komplett rausstreichen, weil der war nicht, ich bin nicht alleine dort, sondern da hat sich einer drum gekümmert, währenddessen ich Hilfe gerufen habe. Wer hat sich denn drum gekümmert? Das war der Herr Nielsen. Der Herr Nielsen. Ach, der Herr Nielsen. Gut. Herr Manus, ja. Nur noch mal so wegen dem Mandat. Sie haben ja ein Dauermandat erteilt. Von den letzten paar Mal haben Sie Ihre 3 Jahre schon vergessen? Nee. Sehen Sie. Aber ich kann nicht so lange telefonieren. Was haben Sie denn? Haben Sie Druck? Haben Sie, nee, aber ich bin gerade auf Arbeit. Gut. Ich kann doch nicht drüber reden. In der Landwirtschaft kann man ja auch mal ein Päuschen machen. Nee, so. Ich bin nicht mehr in der Landwirtschaft. Sie sind nicht mehr in der Landwirtschaft. Haben Sie Ihre Kollegen einfach so im Stich gelassen? Nee, ich bin Praktikant beim Dings nur ganz kurz mal. Aber wie gesagt, die warten auf mich, ich muss los. Gut. Alter, das ist nicht der Ernst! Das. Sind Sie jetzt mal fertig? Gut, allerdings, Herr Manus, wir machen einen nächsten Termin aus, da komme ich direkt vor Ort, da besprechen wir alles Weitere. Die Papiere, Unterlagen, allem drum und dran mache ich soweit fertig. Allerdings, Herr Manus, es gibt noch eine Sachlage, die erledigt werden muss. Ja, was denn? Haben Sie die Ihnen zugesandte Rechnung schon bezahlt? Geht nachher raus. Gut, es wäre halt schlimm, wenn wir Abrimovic und Vitali vorbeischicken müssten. Ja, geht nachher raus. Vielen Dank, Herr Manus. Gut, ich muss das mal, ne? Auf Wiederhören. Gut, tschüss. Sehr gut. So, meine lieben Freunde, das haben wir schon mal geklärt. Der Herr Freispruch kommt auf jeden Fall vorbei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Ich bin erstmal raus. Tschüss. Ciao, euer Manus. Heute Abend 19 Uhr geht's weiter.